Ich frage mich immer noch, warum die so auf uns abfährt. Wurde das mal erwähnt? Ich raff's einfach nur nicht. Nimrod, my great soul hunter. You had no equals on Earth, and you continue to amaze me. I promise that your destiny will soon be fulfilled. Before you go off with me towards the light, however, prove your worth to me one last time. Among the ruins of our tower, the wildest of beasts is waiting. Prove that you are still worthy of being called the greatest hunter who ever walked in both worlds. Prove that you deserve my mercy. Kill the monster who is standing in our way. Release your goddess from the hands of brutal, masculine nature. Lass mich raten, jetzt kommt der Endboss. Mann, oh Mann. Gucken wir mal, wie der funktioniert. Ob wir da genau so eine abgefuckte Scheiße machen. Wie beim letzten Boss. Der sogar noch optional war. Aber wir haben gepackt. Das finde ich schon ganz nett. Gucken wir uns mal an, was hier jetzt passiert. Nein, ich schlafe doch nicht auf dem Holz. Ich bin ja bekloppt. Am Schluss schlitzt es ein. Wieder angeschissen, ne? Was haben wir da drüben? Jetzt geht's nur noch geradeaus. Da verlauf sogar ich mich nicht. Ich überleg grad, die sagt ja immer Nimrod zu uns. Sind wir Nimrod? Gibt es eine Geschichte oder in der Bibel irgendeinen Nimrod, den man kennt? Ich weiß es gerade echt nicht. Müssen wir dahin? Wird das unser Endboss? Ja, ich weiß nicht. Vielleicht wird das Wissen vorausgesetzt, dass man hier ein bisschen Verständnis für die Story hat. Oder vielleicht wird auch noch ein bisschen mehr erklärt. Schätz mal, das werden wir bald herausfinden. Können wir die Tür hier aufmachen? Ach, das ist wieder so ein Körperteile-Ding. Hier fehlt etwas, ja. So. Dahin. Nein, eigentlich überhaupt nicht. Vielleicht kann ich einfach durch die Türen abhauen. Memories. Don't. Okay. 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 Ah, wir fangen wenigstens direkt wieder hier an. So, ich gehe jetzt mal darüber. Okay. Ja, der ist jetzt getriggert. Ich gehe direkt mal hier vorne weiter. Leck mich. Was passiert hier? Darf ich hier nett sein?
Ich glaube, das ist schon beabsichtigt, dass man da beim ersten Mal stirbt. Gott, ich sehe gar nichts. Ah, die Tür kann man kaputt machen. Jetzt der Große oder was? Leg mich am Arsch! Okay. Wenn ich jetzt genauso groß bin wie der andere, kann das ein richtig geil, epischer Bosskampf werden. Fick dich! Okay, da holen wir uns den jetzt mal. Muss ich jetzt jeden Dämon einmal irgendwie übernehmen? Und mit jedem Dämon quasi einmal seine Fähigkeiten einsetzen. Oh Gott, ich werde hier niemals rüberkommen. Ach du Scheiße. Such disappointment. Okay. Beim ersten Mal sind wir der Große. Dann kam die Cutscene, das heißt, es muss wohl so sein. Dann übernehmen wir so eine kleine. Ah, wir fangen direkt hier an. Geil. Einfach wegboxen. Was passiert, wenn ich hier lang laufe? Kann ich es auch aufschlagen? Nein, da kann ich nichts machen. Erstmal gucken, was ich so für Fähigkeiten habe. So renne ich da einfach nur stur durch. Raus da! Und den dicken Platten ab. Warum bekämpfen die sich hier alle gegenseitig? Ja, weil es die Hülle ist und weil sie es können wahrscheinlich. So, jetzt renne ich mal nicht stumpf auf den zu. Ich warte mal ab, was passiert. Ich glaube, ich muss auf den zu laufen. Na okay, da kann ich nichts machen. Übernehmen wir automatisch. Was wir mit der jetzt machen sollen, weiß ich nicht. Aber
jetzt hin? Statt rüberspringen? Ich kann doch niemals darüber springen. Da vorne. So. Und jetzt bin ich hier. Ich werde auch niemals da drauf springen müssen. Doch, doch. Nein! Oh mein Gott. Da hat sie festgehangen. Okay, jetzt weiß ich zumindest wohin. So kommen wir Stück für Stück weiter. So, okay. Aber schön, dass man da nicht jedes Mal den ganzen Weg nochmal laufen muss. So, ich laufe jetzt einfach mal hier durch. Zack, zack. Dann hier durch. Und dann hier durch. Das gerade sprinten. Würde ich gerne mal anmerken, ich kann auch nicht lenken, solange ich springe, sondern immer nur stur geradeaus rennen. So. Raus da. Kannst du den überspringen? Nein. Ich meine, das sieht beim ersten Mal schon sehr episch aus. Aber wenn man es nach dem Sterben immer wieder sehen muss. Nervt es schon ein bisschen. Okay, vielleicht sollte ich auch gar nicht auf den zulaufen, sondern einfach woanders hin. Ne, ich steck mal bis dahin. Lässt sich da nichts ändern. Ich hab's eben gedacht, ich weiß nicht, ob ich's gesagt habe. So, einmal da rüber. Und einmal darüber. So, und einmal hier rüber. Okay, die betteln sich da immer noch. Es wird ja einen Grund geben, warum ich hier hin muss. Hallo? Okay, ich kann hier absolut nichts machen. Ich muss hier was machen können, das geht nicht. Bitte was?
Was hat er jetzt gemacht? Oh Mann, Leute. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hat er mir wieder so ein Vier in den Kopf geschmissen oder was? Okay, das verstehe ich halt jetzt tatsächlich absolut nicht. Okay, den ganzen Spaß nochmal. Teile, wo man seine Seele rauslassen kann. Das hat er jetzt kaputt gemacht, deswegen müssen wir zu dem anderen. Dann müssen wir theoretisch was anderes übernehmen. Da vorne, da, das hier, da müssen wir hin. Da hinten ist noch so eins, das heißt, ich vermute mal, danach müssen wir die Seele nochmal freilassen. Und noch was anderes übernehmen. Ach nein, so hoch kommen wir ja gar nicht, oder? Oder kann ich das hier kaputt machen? Ah. Ah, und da ist noch so eins. Ich vermute mal, dass ich hier gar nicht lang soll. Oder? Doch? Ach komm schon. Ja, hier ist unsichtbare Wand. Oder? Ja, ich muss einen anderen Weg finden. Das heißt, wir gehen darüber, beleben das Vieh. Ich konnte aber nicht darauf stehen bleiben, das irgendwo hinzufliegen. Vielleicht gibt es eine bestimmte Stelle, wo man drauf stehen muss, weil ich komme da definitiv nicht mehr weg. Man kann zwar theoretisch über diese Berge da drüber laufen. Ich glaube zum einen, dass es nett, dass es so gewollt ist, und zum anderen, muss es ja dann einen offiziellen Weg geben.
meistern. Das sind drei Gegner kämpfen. Drei von diesen Fliegen. Leviathan oder was es ist. Sieht zumindest aus wie Leviathan. Der Alte hockt auf seiner Schulter und gönnt sich den ganzen Scheiß hier. Na? So, da kriegen wir wieder aufs Maul. Wir sollen jetzt wissen, dass es gemacht werden muss, nur anhand der Tatsache, dass wir darüber geschlagen wurden, oder was? Auf ein neues. Zu hektisch werden und darunter fallen. Das wäre jetzt katastrophal. Und darüber. So. Moment. Da ja. Kann ich mich da jetzt irgendwie draufstellen? Komm, nimm mich einfach mit. Muss ich irgendwas drücken? Okay. Zack, ist es wieder weg. Ach, der Weg wäre so einfach. Wir müssen uns nur darüber lassen. Kann ich darüber schießen? Nein. Ja, aber wo soll ich denn hin? Egal wo ich hingehe, ich falle runter. Vollidiot. Gut, ich hab nichts gesagt. So, dann machen wir das Ganze hier nochmal. Der los und die kämpfen zu dritt gegen den. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Okay, sollte es sein. For so many years, I wasn't able to force the simple mind of the beast to release its full aggression.
It was your naive faith that made the indestructible boundaries open for good. My hero. Thanks to you, the earth will flow with the blood of the faithful, filling up my chalice. You've proven your manhood again. I won't forget about the promise given you. Don't worry. We will surely meet again. And now, live, my king. Okay, war doch eigentlich gar nicht so schwer. Okay. Ich möchte mal anmerken, dass ich mich umgucken kann. Im Abspann. Okay, wir haben Agony durchgespielt. Es war ein sehr interessantes Spiel, muss ich sagen. Es gibt mehrere Enden, muss ich dazu sagen. Das sah mir jetzt nach einem relativ schlechten Ende aus. Ich habe keine Ahnung, wie man das beeinflussen kann, ob es ein gutes oder ein schlechtes Ende wird. Also ich muss sagen, ich fand's cool, das Spiel. Ich fand das Setting cool. Ich finde, die haben eine sehr glaubwürdige Hülle umgesetzt. Was ich überhaupt nicht verstehen kann, ist die unfassbar schlechte Bewertung auf Steam. Also ich meine, da sind viele Bewertungen dabei, die vor einigen Patches waren, die von vielen Bugs geredet haben und Spielabstürzen und so weiter. Die Probleme hatte ich jetzt eigentlich nicht. Ich habe ab und zu mal ein bisschen festgehangen, ja. Aber jetzt eigentlich nichts, wo ich sage, das hat mir das Spiel kaputt gemacht. Ich muss sagen, ich fand's nicht schlecht. Ja, was kann man noch dazu sagen? Ich weiß es nicht. Ich fand es ein gelungenes Spiel. Es hat Spaß gemacht. Mich würden die anderen Enden mal interessieren. Ich muss mal gucken, ob man da an dem letzten Speicherpunkt nochmal hin kann, ob man da noch irgendwie Einfluss aufs Ende hat. Dann gibt es ja noch diesen Succubus-Modus.
Roma scheinbar eine Succubus spielt, das heißt von Anfang an Dämon. Das gucken wir uns vielleicht auch noch an. Nicht direkt danach, also nicht jetzt im An auf da hier, wie heißt's? Im Anschluss, sondern später irgendwann mal. Jetzt kommt erstmal ein neues Projekt. Aber auf jeden Fall gucken wir uns das Ganze nochmal an. Und vielen Dank, dass ihr bis zum Ende dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Spiel, an dem Projekt, so wie ich auch. Und wir sehen uns beim nächsten Projekt. Ich lasse den Abspann jetzt noch durchlaufen. Oder ist er fertig? Nein. Ich lasse den Abspann jetzt noch durchlaufen und verabschiede mich an dieser Stelle schon mal von euch, Leute. Wie gesagt, nochmal vielen Dank, dass ihr bis zum Ende dabei wart. Und haut rein, bis zum nächsten Projekt. Trapped here forever.
Okay, jetzt muss ich mich hier doch noch mal zu Wort melden. Ja, da habt ihr jetzt gesehen, wie der Succubus-Modus aussieht. Stimmt, den musste man ja erst freispielen. Das ging ja die ganze Zeit gar nicht. Das heißt, ist es dann ein komplett neues Spiel als Succubus? Oder spielt man im Prinzip das gleiche und hat nur andere Möglichkeiten? Okay, das werden wir auf jeden Fall herausfinden. Wir werden das auf jeden Fall nochmal spielen und gucken, was mal Succubus so alles treiben kann. Wusste ich gar nicht, dass das kommt, aber es ist gekommen. Da kann man auch mal so badass-mäßig durch die Hölle gehen und nicht immer nur das Opfer sein, sondern auch campen. So sieht es jetzt für mich aus. Ja. Da können wir hier nochmal gucken. Wenn ich jetzt eh das Video noch ein bisschen länger mache, als ich eigentlich wollte. Okay. Ah, vielleicht kann man dafür die Haut einsammeln. Geheim, geheim, geheim. Ja, hier habe ich wahrscheinlich. Ah, die Haut ist einfach nur. Das sind quasi die 3D-Modelle. Da kann man sich die Gegner und so nochmal angucken. Okay, das heißt, die Gegner, alle Models sind im Spiel. Ach, die kann man freischalten. Ah, okay. Okay, da kann man verdammt viel machen, muss ich sagen. Also sieht zumindest so aus. Okay. Was haben wir noch? Comic? Haben wir gar nichts? Ah, in den Comics kann man vielleicht sehen, wer wir sind. Oder wie wir in die Hölle gekommen sind. Oder warum. Oder was wir angestellt haben. So ein bisschen die Story. Gemälde. Okay, das sind alle Gemälde, die wir eingesammelt haben. Oder angeguckt haben. Okay, da haben wir viele übersehen. Die Briefe und Notizen, ja. Okay, dafür muss ich schon wieder sagen, lohnt sich's noch mehr, so Items und so zu finden. Und diese geheimen Räume und so weiter. Aber ich finde immer, dass wenn man in so einem Spiel zu viel Zeit damit verbringt, irgendwas zu suchen oder zu sammeln, zumindest beim ersten Mal durchspielen, geht so ein bisschen die Atmosphäre verloren. Das ist was fürs zweite, dritte Mal durchspielen. Dadurch kriegt das Spiel nochmal einen Wiederspielwert, okay. Aber beim ersten Mal mache ich sowas nicht gern. Ich gucke mich da schon genau um, oder versuch's zumindest. Offensichtlich habe ich mich nicht so genau umgeguckt. Aber man kann sie alle freischalten. Vielleicht muss man auch nur diese Wissenspunkte da sammeln. Ich weiß gar nicht, wie man die gekriegt hat. Und kann dann nach und nach alles freischalten. Vielleicht muss man es im Spiel gar nicht finden. Ich weiß es nicht. Aber ich mache mich da nochmal schlau, weil ganz interessant finde ich es schon. So. Und jetzt verabschiede ich mich aber von euch. Wie gesagt, ich möchte mich nochmal bedanken, dass ihr bis zum Schluss dabei wart, wenn ihr das alles gesehen habt. Und freut mich auf das nächste Projekt mit euch. Und nochmal Leute, haut rein.